Hey Leute, willkommen zurück zu Daymare 1994 Sand Castle. Ja, ich bin jetzt runtergerannt an den Aufzug, der ist leider komplett deaktiviert. Jetzt bin ich wieder hier hochgerannt, wo ich ja letztes Mal eigentlich die Karte benutzt hatte. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es hier irgendwie weitergeht. Bin mich gerade so ein bisschen unschlüssig. Müsste ja eigentlich jetzt hier weitergehen, weil der Aufzug hier funktioniert auch nicht. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Kann ich hier noch irgendwas machen an den Aufzügen? Nee, ne? Ach, hier ist hier noch eine Tür gewesen. Sehr gut. Los in Ruhe, ihr Schweine. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz hochgehen. Checken, ob da noch was ist, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Nee. Ich habe zwar noch ein paar Sachen zu finden, aber ich glaube, die werde ich jetzt hier nicht mehr finden, so schnell. Ist halt scheiße. Vielleicht ist der Abschnitt ja noch nicht vorbei. Ich brauche aber dringend Munition, Leute. Ich habe echt gelitten, was ich hier alles verschossen habe. Ja, das geht ja echt schnell. Ich bevorzuge echt die Schrotflinte mittlerweile, aber... Aha. Anmerkung des Supervisors. Entschlüsselinformationen. Wie lange soll ich mich noch mit diesem Drecksack namens Krieg und seinem Haufen Bastarde abgeben? Wie lange muss ich mir noch anhören, wie sie mich und meine Arbeit verhöhnen und kichern wie der letzte Abschaum? Ich bin hier der Vorgesetzte. Ich sorge dafür, dass das Trinkwasser in diesem riesigen unterirdischen Labyrinth verteilt wird und dass der Betrieb reibungslos und mit der Präzision einer Schweizer Uhr läuft. Wenn es hier unten Leben gibt, Dutzende von Stockwerken unter der verdammten Wüste, dann nur dank mir. Und doch zeigt mir niemand auch nur den kleinsten Anflug von Dankbarkeit. Diese Arschlöcher kommen hier rein, als ob ihnen der verdammte Ort gehören würde und das Ministerium lässt ihnen das durchgehen. Aber ich weiß warum. Jeder weiß warum. Scheiß auf sie und ihre Firma. Eines Tages werde ich sie in ihre kostbare Druckkammer einsperren und ihnen eine Kostprobe oder besser einen Atemzug ihrer eigenen Medizin geben. Dann werden wir ja sehen, wer noch lachen kann. War das eine Drohung? Ganz höre. Hey, wo ist es denn? Nee, das geht leider nicht so. Bisschen schade. Ah. Cool. Noch eine Upgrade-Station. Ja, nice. Kann ich vielleicht auch mit der Waffe upgraden? Tankkapazität, Einfrierkraft erhöht. Ja, bitte. Geil. Das war's doch. Die beiden Upgrades, die ich brauche, die Kapazität und... Der Strahl, wie weitergeht, ist mir eigentlich relativ egal. Ich nutze ja eh lieber die Schüsse. Oh, jetzt haben wir alles hier. Kann ich ja ruhig gewissens gehen, ne? Ja, die Heilung ist zwar gut und schön, aber mir fehlt jetzt echt an Munition, was ich ein bisschen bedenklich finde. Da wir ja, wie gesagt, nichts sonst machen können im Nahkampf. Ja gut, mit dem Strahl, ich kann sie einfrieren, dann zu kloppen, aber... Was jetzt so der Bonus ist, weiß ich nicht.
Ach, das war jetzt der Rückweg. Ach so, ich verstehe. Na gut. Hier war ja auch nichts mehr. Oder? Okay, da gehe ich nicht nochmal rein. So, hier haben sie mich verfolgt, die Scheißer. Oh nein. Let it in. Stop resisting. It will get easier. Breathe. What is it? Fucking answer me! It is knowledge. It is truth. I understand. I was just like you. Survival. The first commandment. The prime imperative. Let me out of here! But the question is, what are you living for? And above all, what will you die for? Patience. You will soon be free. Really free. You're lucky. You know, when I arrived here, there was nothing. Corridors leading nowhere. In the dark, an abyss lying in wait at the end of each day. Ah, for the longest time, only one light illuminated it. Like a lighthouse in a storm. Then it happened. The order changed. I turned off that last light and the abyss became a peak from which to look out over everything else. What are you looking for when you gaze into the abyss? He's waiting for you. Jo, auftauchen und erstmal Scheiße labern. Und who is that guy? Gora. So, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt rauskommen hier. Aus diesem Komplex. Endlich da, wo wir sie her haben, ne? Aber ich fand es. Aber irgendwie ganz cool, der ganze Weg, den wir jetzt da rumgehen müssen. Hold on. It's almost over. Ist. Arrays gelingt es endlich, an die Oberfläche zu gelangen, doch die Situation bleibt weiterhin heikel. Oster wird noch immer vermisst und Radek wartet auf seine Rettung, tief im Inneren der Basis gefangen. Wir haben ihn eingesperrt, ja. Zu einem Überfluss ist Reyes nach ihrem Treffen mit dem rätselhaften Fremden noch immer schwer verstört. Ihre Erlebnisse und die Kreaturen, gegen die sie kämpfen musste, zwingen sie dazu, die Lieferung des Koffers zu ihrer obersten Priorität zu machen. Die Rettung ihrer Soldatenkameraden wird warten müssen. Agentin Reyes muss Volken den Koffer so schnell wie möglich übergeben. Munition! Auch noch 6 Schuss für die Schrot, sehr fein. 2 Aliens. Vulcan, I made it outside, but I can't work out where I am. It's impossible to see anything in this storm. You're telling me? And it's getting worse. Fuck. I can just about make out some pylons. If you give me a few minutes, I'll try to locate an extraction point. Okay, but hurry up. I can't keep this beast in the air for much longer. Any news from Foster? Negative. I need to find him. I know. But first, let's take care of the briefcase. As soon as it's safe, we'll take care of him too. Okay.
I'll try to work out where I am. Damn, it's too fierce. I hope Vulcan can land. Power Facility Gas Station Ventilation Plant. Oh, da ist Ende. Kein Strom. Boah, es ist echt laut hier draußen. Dieser Sturm. I can see the lights of a helipad. Only for you, I can't see jack shit from up here. Okay, this is the plan. As soon as I reach the helipad, I'll try to signal the landing area to you. There must be flares on that tower. At least, I hope so. Copy. Proceed. Over and out. Wie lang kann der denn bitte fliegen mit dem einen Treibstofftank? Looks like it's out of fuel. Jasper Notiz 1. Oh Mann, das hat nicht lange gedauert. Diese Basis war mal der ganze Stolz der United States Air Force. Jetzt ist es nur noch ein Haufen von glotzäugigen Nerds in T-Shirts, die pausenlos auf ihre teuflischen elektronischen Rechenmaschinen einhacken. Von uns praktischen Leuten sind nicht mehr viele übrig. Leute, die wissen, wie man ein Shuttle mit ein bisschen Spucke und Kaugummi wieder zum Laufen bekommt. Hier ein Tipp von einem alten Hasen. Wenn eine Brennkraftmaschine aufhört zu funktionieren, füll sie mit Diesel und gib ihr einen ordentlichen Tritt. Wenn das Bordnetz den Geist aufgibt, begib dich in den Kontrollraum und staube die Konsole und starte das System neu. Und gib ihr auch einen ordentlichen Tritt, einfach zur Sicherheit. Vergiss nie, es gibt kein Problem, das ein guter alter amerikanischer Stiefel nicht lösen könnte. Frag mal meine Frau, sie tritt mir in den Arsch, seit wir geheiratet haben. Wow. Den einfach umballern sollen. Munition verschwendet. Das Spiel ist aber auch so dunkel die ganze Zeit. Ich meine, hier geht's jetzt. Aber trotzdem. Warum gibt man 100 Schuss jetzt? Ah gut, 6 Schuss für die Schrot. Im besten Fall sind 6 Gegner, die ich erledigen kann. Was sage ich, wenn ich den Roten den Kopf abschieße? Dann müsst ihr doch auch kaputt gehen. Wieder ein Rubik's Cube. Und die sind immer gelöst. Okay, was haben wir hier? Stell die korrekte Verbindung wieder her. Soll ich das jetzt machen? Ach so. Ach, die dürfen sich nicht überschneiden oder was? Na toll. Und das hier mit dem Zahnrädchen. Und das da mit. Das ist schlecht. Das sieht doch gut aus. Verbindung wiederhergestellt.
No smoking, stop Motor. Okay. Gucken wir doch mal. So, wo war jetzt die Tür mit dem... Dass der Sturm überhaupt nicht mal ein bisschen nachlässt. Naja, für die ist es bad, für uns. Mach doch! Fuck you! Die Viecher, ey. Okay, da haben wir jetzt wieder was Neues zu bekämpfen. Bei der Lautstärke finde ich die ja draußen nie, die Aliens. Oder vielleicht doch. Ich mag übrigens diese Sounds. Macht sich schon bei Mars Attack sehr, sehr, sehr gerne. Aha. Ach du Scheiße. Bin blutig hier. Oh, da ist der Treibstoff. Vespa Notiz 2. Oh Mann, ich denke, wir müssen uns nichts vormachen. Dieses Land bricht wortwörtlich in sich zusammen. Ich arbeite hier seit den 50ern, als Atompilze über der Wüste von Nevada noch alltäglich waren. Alle wussten, dass die Kommunistenschweine die Feinde waren und unsere Präsidenten patriotische Adler waren, auf die wir stolz sein konnten. Keine arschkriechenden Friedenstauben, die sich ausländischen Regierungen beugten. Oder beugen. Warte mal, war das nicht damals, wie heißt der, Clinton? Nee. Keine Ahnung, 94, wir waren das da. Aber in diesen 30 Jahren habe ich mich immer darum gekümmert, dass hier auf der Paradise Ranch alles glatt läuft. Aber natürlich interessiert sich niemand für die alten, verlassenen Gebäude an der Oberfläche, seit sie die Operationen in den Untergrund verlegt haben. Und niemand interessiert sich für uns. Sie haben nur ein paar Jahre gebraucht, um genug Tunnel zu bauen, um eine ganze Zivilisation an Maulwurfsmenschen dort unten unterzubringen. Inklusive Lagerhallen, Wasserversorgung und Lüftungssystemen. Während der Rest von uns langsam an der Oberfläche verrottet, ein gefundenes Fressen für all die UFO-Arschlöcher, die uns mit ihren Teleskopen und Ferngläsern anglotzen. Naja, eine Sache ist ganz sicher, mein Freund. Du kannst Gift darauf nehmen, dass das, was von diesem gottverlassenen Ort übrig ist, weiterhin perfekt funktionieren wird, solange meine Eier noch zwischen meinen Beinen baumeln. Obwohl ich mir nicht sicher bin, wie lange das noch der Fall sein wird, nach all der Strahlung, die ich durch all die Atomtests über die Jahre abbekommen habe. Naja. Wenn du meinst, ein Gastank. Ist der auch voll, ja? Ein gasgefüllter Tank. Tank. Ein Tink Tank. Ist auch kein Alien. Okay. Hör da wieder Sachen.
ich nicht so gern hören möchte. What the? You there, wait up! Das war doch kein Mensch mehr, das war doch schon irgendwas. Mir geht echt die Munition aus hier. Aber hardcore. Ihr Penner. Ey, was soll ich denn machen? Ohne Munition? Ist bald Schicht. Ja, cool. My baby. Jemand nimmt mir mein Baby. Ich will ungern das Alien mit einer Schrotpatrone abschießen. Ich hätte es gerade gehört. Ein bisschen unwohl hier. Jetzt warten wir mal ein bisschen, bis es auflädt. Ey, wie gesagt, ich muss so langsam machen mit der Munition. Das ist wahrscheinlich auch so geplant vom Spiel. Das ist so die Intention, dass man einfach mehr spart. Und ich baller hier alles weg. Das ist nicht so gut. Ich frage mich gerade, wie das auf Hard funktionieren soll, weil man kann ja schlicht den Feinden irgendwie weglaufen. Die sind ja so schnell und verfolgen einen überall durch. Also... ich kann mir da nicht so helfen, aber irgendwie... oh nein. Ja, ich mach das lieber. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Dafür muss ich halt jetzt Schuss verschwenden. Oh, da ist nochmal eine Upgrade-Station. Geil. Nice. Geht gerade sehr schnell hier. Postschild Rucksack Upgrade macht ihn leichter und stabiler. Was? Treibstoffreserve.
Frosttime. Eine neue Technologie, die beim Frost, die dein Frostgeschoss beim Aufprall auf Oberflächen sofort verfestigt und eine Näherungsfrostmine erzeugt. Okay. Eine neue Technologie, eine temporäre Eisbäre, die man erzeugt, die auch Hochgeschwindigkeitsprojektilen zu widerstehen vermag. Frosttime, Frostmine. ich habe die Tankkapazität, glaube ich. Das ist Scheiß. Alien? Kein Alien. Bin immer noch in dem Abschnitt. Oh ja, ich habe deutlich mehr. Ich hätte jetzt schon mehr als die Hälfte verbraucht, wahrscheinlich. Uff. Bisschen scheiße. Jetzt so wenig Munition. Gerade weil ich am Anfang so selbstsicher war. Da drin auch ein Helm. Also natürlich. Fickt euch. Ohne Scheiß. Was war das schon wieder? Das war so unnötig. Jetzt mal ehrlich. Von vorne, von hinten spawnen so einfach. Es ist so dumm. Mach das sowas nicht, Spiel. Das hast du nicht nötig, finde ich. Das ist das Billigste überhaupt, sowas. Und dann außerdem schon lange nicht mehr gespeichert. Good riddance. Jetzt lad halt mal auf. Lässt sich gerade voll Zeit. Du brauchst die erhöhte Kapazität wahrscheinlich. Und ich weiß, ich habe das Alien verpasst. Das ist hundertprozentig Abschnittwechsel. Oder? I'm doing my best, but that fucking helipad isn't easy to get to. Nee. Wieder Obst. Melonen, Brot, Kürbis, Ananas. Wenn der Tank die ganze Zeit auch rumschwappt. So Leute, jetzt mache ich aber mal Schluss hier. Das war mal lange wieder an der Zeit, dass wir einen Speicherpunkt kriegen.
Ich hoffe, euch gefällt's, auch wenn es ein bisschen stressig ist für mich gerade. Naja, es macht schon Spaß irgendwie. Dankeschön fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren und wir sehen uns wieder zu DMR 1994. Tschüss.